willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und heute gibt es das Copa-Final-Pokalfinale. Ja, ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber wir haben uns in der letzten Folge hier in das Finale durchgespielt. Da gab es dann Squad-Builder für dieses Finale plus dann Zusammenfassung von Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale. Wer das noch nicht gesehen hat, der schaut mal am besten in die letzte Folge. Hier seht ihr jetzt nochmal die Ergebnisse. Es waren 2:1, das war super knapp. Also das engste Spiel war sogar im Achtelfinale. Da habe ich erst in der 90. einen Elfmeter bekommen, ja, den ich dann verwandelt habe. 5:0, der Gegner ist, glaube ich, rausgegangen. Irgendwann, glaube ich. Zweite Halbzeit. Und da der Gegner sogar in der ersten Halbzeit, wenn ich mich jetzt nicht täusche, nach einem 4:0. Jetzt das Finale. Und das ist das Team. Läuft bis jetzt eigentlich auch sehr gut. Ich werde das jetzt auch erstmal so beibehalten. Hat ja überlegt, ob ich irgendwie Di Maria und Zuccolini tausche. Aber ich lasse das jetzt erstmal so, weil never change a winning team. Habe ich jetzt echt, ich habe echt fast das Gefühl, gerade nach dem, was ich bis jetzt so gespielt habe, wäre es sogar wirklich besser, Di Maria und Zuccolini zu tauschen. Aber bis jetzt lief's. Warum sollte ich es jetzt tauschen? Ja, das ist echt, das wäre nicht so klug, denke ich. So, suchen uns den Gegner, ja, das wäre ganz fein. Haben wir ihn jetzt auch. Arg heißt sein Team, ja, das heißt wahrscheinlich wegen Argentinien so. Er spielt in einem 4-2-3-1 und hat 97 Chemie und hat wahrscheinlich nur argentinische, nein. Er hat auch chilenische Spieler drinne, nämlich, ich glaube, der heißt González, bin ich mir nicht ganz sicher. Und Medel und den Rechtsverteidiger kenne ich nicht. Ah, das könnte vielleicht Isla sein, weil das ein RM ist. Naja, mal gucken. Jetzt habe ich auf die argentinischen Spieler gar nicht geachtet. Ich war voll fokussiert auf die chilenischen Spieler, weil man die nicht so häufig gesehen hat. Mir ist gerade kurz das Herz in die Hose gerutscht, weil im letzten Moment gerade noch Mascherano den Fuß an den Ball bekommt. Und dann hatte ich gedacht, so scheiße, jetzt macht das Eigentor. Jetzt hatte ich gedacht, macht er das Eigentor. Mach ich einmal so lang? Ach du Scheiße. Das hat überhaupt gar nicht geklappt. Das war also mit einer, ich glaube, das war der schlechteste. Das war mit der schlechteste. Es war der schlechteste Steilpass, der je in FIFA gespielt wurde, glaube ich. Total sinnlos. Sehr schön, Di Maria. Ja, ja, ja. Das war nicht gut. Jetzt wird er gleich wieder steil spielen. Ja, das ist bis jetzt so sein Spiel. Ball erobern im Mittelfeld. Auf Yeto schauen, der vorne im Sturm ist. Und dann ihn steil anspielen. Was wir jetzt eigentlich machen müssen, worauf wir achten müssen, dass wir nicht so häufig den Ball im Mittelfeld verlieren. Aber das war extrem stark gerade von Perez. Junge, Junge. Ah, er macht mir Konkurrenz mit dem schlechtesten Steilpass, der je in FIFA gespielt wurde. Das war auch gerade richtig schlecht. Tevez hätte auch. So, da seht ihr es. Immer wieder das Gleiche jetzt gerade. Ich muss aufpassen, wie gesagt, dass ich gegen den Spieler darf ich nicht den Ball so häufig im Mittelfeld verlieren. So, den mal. Ja, 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 ja. Weiter jetzt. Auf Messi jetzt. Der war wichtig. Ach, du Scheiße. Ach, nee. Der Gegner macht extrem die Räume eng. Das macht er stark. Das lässt es für mich sehr, sehr schwer spielen. Ja, krieg ich noch? Krieg ich? Ja. Knappe Kiste. Der wäre ganz nice gewesen. Und jetzt hier auf die Maria. Der ist nicht im Abseits. Boah, schade. Ich fand den Step so übelst mega nice. Leider wurde es nicht belohnt. Oh ja. Eier ruhig rum. Messi ist da. Messi holt die Bälle. Oh, fuck. Ich wollte eigentlich das jetzt wegdrücken, weil ich gesagt habe. Irgendwie dachte ich gerade so ganz kurz. Das kann man wegdrücken, das ist sinnvoll. Dann geht das schneller. Und in dem Moment führt er den kurzen Freistoß aus. Boah! Den schießt er vorbei. Oh! Ich wollte ihn eigentlich, ich habe so einen Knick gemacht, damit er ihn auf den linken legt und dann wollte ich in die kurze Ecke schießen. Schießt leider mit rechts und dann knapp am Tor vorbei. Das hätte sein können, das hätte sein müssen. Ja, ja, oh, der ist gut, 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 der ist wichtig. Stark von der Lewandowski. Der war eigentlich schon weg gewesen. Ja, sehr gut. Ja. Und jetzt rein. Und da ist er. Komm!
Ah! Muss ich vielleicht flach spielen? Ich habe es jetzt in letzter Zeit echt sehr, sehr gute Erfahrungen mit flachen Flanken gemacht. Ja, und Zuccolini. Ah! Ich dachte, es wäre besser, in die kurze Ecke zu schießen. Leider wurde ein Schuss aufs Tor. Also mitten. Ja, ein Schuss aufs Tor ist gar nicht so verkehrt. Aber ich meinte eigentlich einen Schuss mitten aufs Tor. Oh, ich habe die Schützen eingestellt. Woo! Heftig. Bin so gut. So, nicht ganz so weit. Oh, ist der. Also meine Ecken super bad inzwischen. Stimmt's nicht im feinen Dribbling? Bricht er ab und jetzt holt er vielleicht. Ah. Sehr gut. Offensiv habe ich mich bis jetzt voll im Griff. Defensiv ist er sehr stark, wie ich finde, der Gegner. Wobei ich jetzt auch gerade besser reinkomme. Perez! Komm, zieh einfach mal drauf, aber er kriegt ihn nicht kontrolliert. Oh, den Ball. Ey! Ja, haut da um! Haut da um im 16er! Habe ich doch ganz genau gesehen. Ja, haut er wieder um. Hat der Perez war eben gerade auf dem Weg zum Ball, ja? Der Willi! Was ist das denn für ein geiler argentinischer Vorname? Du heißt, du bist Argentinier, ja? Du heißt Caballero mit Nachnamen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und heißt mit Vornamen Willi. Aber vielleicht ist es auch dann das Doppel-L wie ein J ausgesprochen, dann ist es wie. Weiß ich jetzt gerade nicht. Komm, ich ziehe einfach mal hier vorbei. Jetzt kommt die Flanke. Da ist er. Jetzt muss ich, den muss ich ablegen nach vorne. Ja. Ja. Nee. Elfer. Alter. Alter. Den schießt er mir ansatzlos ins Tor. Hier, ich hab ihn noch. Krass. Also ansatzlos. So, da. Richtig gut. Einmal sauber durchgespielt und dann hat Agüero den Raum im 16er, den er braucht für den starken Schuss. Zack, weitergelegt, zack. Und danach bei 16 Meter, nee, 14 Meter. Dann macht er ihn. Sag mal, willst du? Das Spiel macht einen wahnsinnig. Ich dreh da durch. Das war gerade wieder das Paradebeispiel, wie die Mitspieler nur. Guck mal hier, der könnte vielleicht geigeln. Nee, könnte er nicht. Ich dachte, dass er geigeln kann, weil er vielleicht steil geht. Ist das ein Ball? Aber eben nach dem Anstoß, ne? Der guckt der andere Spieler, der auf der gleichen Höhe steht, einfach wieder nur zu und macht nichts. Okay. Hab ich? Ja. Ja. Oh. Boah! Rojo! Das war super wichtig, weil Agüero hätte jetzt die Halbpol-Flanke vielleicht direkt reinmachen können. Oh, guck mal hier, die habe ich eingestellt. Der Knaller. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es hat auch irgendwas damit zu tun, welche Formation man spielt. Wie diese Ecken kommen. Das war scheiße. So, abgesehen von diesem einen Krankenschuss von hier Matthias Fernandes oder wie er heißt, der echt ansatzlos war, habe ich das Spiel ganz gut im Griff, was die Defensive betrifft. Kein Foul. Oh, das ist so unnötig. Das wäre so eine einfache Balleroberung. Oh ja. Fast. Ja. Nee, das war schlecht. Ja, das war, ich wollte eigentlich auf Agüero spielen. Aber
Ich habe auf den anderen gespielt. Ja. So. Den sichern wir mal wieder. Und dann ein bisschen wieder Raum haben wir. Er verdichtet immer extrem stark auf eine Seite. Alter, geh mir doch aus dem Weg! Was für ein Spacko, ey! Weißt du, ich mach einen Gegenspieler nass oder ich lass ihn aussteigen. Ich hätte richtig schön mit Messi zentral vom Tor aufs Tor ziehen können. Aber nein, mein Spieler läuft da im Weg rum. Er soll sich da verpissen, Alter! Bin ich aggro? Ja. Boah, Caballero, ey. Der hält gegen mich. Das ist der Knaller. Boah, guck dir das mal an. Der wie? Oh, jetzt habe ich einen kurz geholt. Ich mach's einfach mal, weil irgendwie letzte Zeit meine Ecken funktionieren nicht. Komm. Boah, das war fast noch so mit das Gefährlichste, was ich in den letzten Spielen über Ecken hinbekommen habe. So, bitte. Danke. Wobei ich natürlich auch mal ein Eckentor gemacht habe. Das darf man natürlich nicht verschweigen. Darf man nicht verschweigen. Da macht man sich's zu einfach, wenn man das verschweigt, ja? Komm auf, Messi. Oh, ist das eine schlechte Ballannahme. Ja, also du kannst gerne deine Ballbesitze ständig immer so total behindert verlieren direkt. Das imponiert mir. Oh. Immer wieder, ich habe den Ball. Ich spiele lang auf Vieto. Oh, guck mal, ich habe den Ball. Oh, ich spiele lang auf Vieto. Oh, ich habe den Ball. Aguero wird gefoult. Boah, wenn ich das nicht bekommen hätte, ne? Controller kaputt gerissen. Ist das eine Option, hier mal Messi durchlaufen zu lassen? Erstmal muss er sich gelb abholen. Alles klar. Die Zeit gebe ich ihm. So, ist das eine Option? Oder ist das hier Aguero? Den spiele ich. Ich spiele ihn einfach direkt an. So. Finde ich nicht schlecht. So. Ich habe den Ball. Ich spiele lang auf Vieto. Ich hab den Ball. Ich spiel lang auf Vieto. Kein Elfmeter jetzt bekommen. Sehr gut. Das war mit das Wichtigste, was ich hier in der Situation beachten muss. Nicht anfangen zu zerren und zu ziehen, weil die Situation war gar nicht so gefährlich, obwohl er am 16er war. Er verteidigt es auf jeden Fall stark. Also, ich probiere gerade wirklich vieles. Viel mit Dribblings. Er kann ihn mir auch einfach auflegen. Warum nicht? Zack. Wieder schnell gestaltet. Die beiden, die sind so gedankenschnell. Geholt, gepasst, geschossen. Das Tor. Wir feiern. Johe. Jawohl, also. Es ist so einfach. Wenn er mir ihn einfach auch auflegt, dann gerne. Das Problem war nämlich gerade für den Gegner, glaube ich. Oh, die schauen wieder alle nur zu. Die schauen wieder alle nur zu. Die sagen, ja, der hat ja bis jetzt... Guck mal, der hat sich richtig hart jetzt gerade dabei verletzt. Sieht man jetzt leider nicht. Was wollte ich sagen? Ah, das Problem war, glaube ich, gerade für den Gegner. Der Vieto, der war viel zu weit weg. Auf den konnte er gar nicht spielen. Und dann hat er aus Panik irgendwo anders hingespielt, was dann halt einfach nicht funktioniert hat. Ne? Das ist natürlich echt... Ist ärgerlich für den Gegner gewesen, dass der Vieto so weit weg. Jetzt aber. Oh, der Vieto hat schon den Ball. Das ist natürlich auch
Ah, der Gegner hat jetzt aber auch Pech in vielen Situationen, ne? Einmal ist der Virtu nicht in der Passdistanz, das andere Mal hat der Virtu schon den Ball. Ah, guck hier, guckt sie an. Also das ist echt ungünstig jetzt gerade für den Gegner, wie es läuft. Da geht er, und jetzt geht er in Schütze Sache. Ja, ihr beiden, ihr seid lustig. Haha, ihr seid hart am Trollen, ne? Ihr seid so Spackos, Alter. Ball wieder gesichert, aber wir können es irgendwie, wir schaffen das schon irgendwo mit dem Zusammenspiel zwischen uns beiden, dass wir es hinbekommen, dass wir beide den Ball verlieren und Virtu einfach an uns vorbeilaufen kann. Das bekommen wir irgendwie hin. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie wir es machen, aber wir schaffen das schon irgendwie. Ich übertreibe es vielleicht auch in letzter Zeit mit den Flanken so ein bisschen. Ausgerechnet jetzt, wo ich die kleinsten Spieler im Sturm habe, die ich wahrscheinlich seit FIFA 15 gespielt. Oh, das hat er echt gut antizipiert. Fange ich an, extrem. Oh! Über Flanken zu spielen. Och, komm, zu steil gespielt. Oh! Er probiert wieder Virtu irgendwo anzuspielen. Scheiße, Mann. Das war jetzt gerade so mit das Behindertste, was mir passieren konnte. Ja, ich bin so ein... Das war so der schlechteste Ballverlust, den ich so letztendlich mir liefern konnte. Und jetzt macht er ihn. Ja. Das ist absolut in Ordnung. Das darf mir nicht passieren. Der Ballverlust war so schlecht von mir. Kann ich nichts gegen sagen. Naja. So gibt es noch eine Verlängerung für euch, wenn ich jetzt nicht noch eins kassiere. Krass, Alter, war das schlecht. Oh, geil. Du bist echt auch Harakiri, Alter. Den probieren so schnell da nach vorne rauszuspielen und dann noch das Risiko zu bekommen, dass ich dann noch einen krassen Abschlussposition bekomme, das ist so wahnsinnig. Das ist fast so wahnsinnig wie die Schusstäuschung, die ich da mit Messi gemacht habe. Fast so wahnsinnig. Aber die war schon echt extrem. Extrem wahnsinnig von mir. Die dann quasi zum 2:2 geführt hat. Ja, das sind echt so, ach so, meine Güte, war das schlecht. Da kann ich echt nichts gegen sagen, einfach nur. Ich hätte locker so dribbeln können, dass ich keine Gefahr gehe, dass ich den Ball nicht verliere. Und jetzt, komm, Virtu, der muss angespielt werden. Ja, da ist er doch. Das ist schön, schlechten Pass auf Virtu spielen und jetzt wieder die flache Flanke probieren. Diesmal gelingt das aber nicht. Das ist so, also wirklich, dein Angriffssystem kann ich auf eine Sache herunterbrechen. Virtu-Stein anspielen, Virtu läuft durch, Virtu läuft auf die 5-Meter-Kante, auf die Grundlinie, Virtu flankt flach auf den zweiten Pfosten. Das ist alles. Das ist alles. Jo, ihr seid so voll. Jetzt fängt sie an, hart zu lecken. Nein, oh. Warum ruckelt's denn jetzt hier so? Warum ruckelt's denn jetzt hier so? Sehr gut. Und jetzt langer Ball auf Virtu. Komm, da ist er! Ja! Ist das schön. Ist das bescheuert. Wow! Gelb! Ja. Ja. So, jetzt holen wir mal einen hier kurz. Müssen wir schauen, dass wir das Spiel jetzt nicht irgendwie noch verlieren. Das wäre irgendwie super ärgerlich. So, müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht hier einen am 16er kurz angespielt bekommen.
Jo, und jetzt Messi. Ach, den kann er doch reinschießen, das kann er doch besser. Ach. So, den nach vorne köpfen, das wäre gut. Ist ja wichtig, ja. Oh, Aguero, habt ihr das gesehen? Schöne Bewegung. Und den jetzt in die kurze. Komm. Alter, Caballero ist einfach ein Monster im 1 gegen 1. Das ist der Wahnsinn. Nee, da kommst du nicht vorbei. Und jetzt wird du grätsch durch die Gegend, aber ich glaube, das ist noch nicht mehr der Foulpfiff. Doch, Foulpfiff. Ich dachte, das wäre alle Abpfiff. So, den werde ich wahrscheinlich nicht kurz ausführen, weil es mir ehrlich gesagt nichts bringt. Wobei 3 Minuten Nachspielzeit angezeigt in der Verlängerung. Finde ich jetzt fast ein bisschen skurril. Aber ich. Deswegen habe ich es doch nochmal kurz gespielt. Zabaleta, ja. So. Ja. Jetzt Aguero. Ja. Und jetzt mal so, komm mal einen reinknallen. Aber es gibt noch die Ecke. Sehr gut. Ich bin überlegen, ob ich es nochmal jetzt wieder kurz ausführe. Ich mache das jetzt einfach mal. Und das hat eben mal schon mal sehr gut funktioniert. Zack. Oh, Otamendi. Den kann er reindrücken. Puh. Tja. Den kann er reindrücken. Naja. Er wechselt jetzt Lamela. Also er hat definitiv auch Optionen, die spielbar sind. Er hat jetzt hier Vargas gebracht, er hat Lamela gebracht. Das sind alles auf jeden Fall Kandidaten, die man auch in der Stadt erspielen kann. Oh, jetzt pfeift er das ab. Also wenn er muss, genau, es gibt auch Rot. Naja. Also wenn er es abpfeift, muss er es Rot geben, weil ansonsten hätte ich mit Messi gerade auf den Außenverteidiger zulaufen können. Den trägt sich vielleicht im 1 gegen 1 aus. Und dann bin ich vielleicht durch, ne? So, das ist ein Innenverteidiger, der ihm jetzt fehlt. Das ist gut. Innenverteidiger sind immer wichtig für die Verteidigung. Weise Worte. Also wenn ihr irgendwas über FIFA lernen wollt, ich bin der Mann, wie ihr vielleicht merkt. Ist das schlecht. So, jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie er das macht, wenn er Virtu nicht mehr hat. Der kommt. Aber Aguero schafft es dann nicht. Und es gibt sogar noch die Ecke. Krass. Ich werde jetzt wieder flanken, weil er hat Otamendi nicht mehr. Otamendi ist ein kopfballgefährlicher Innenverteidiger. Und von daher werde ich mal wieder probieren, ob ich vielleicht mit einer Eckenvariante dann für die Gefahr sorgen kann. Da ist er! Aber er schafft es nicht. Lavezzi kriegt den Ball nicht gedrückt. Mal sehen, was er jetzt macht. Er spielt schon, dachte ich jetzt kurz auf Zeit, aber war nicht ganz der Fall. Oh ja. Das nehme ich. So, und jetzt nehmen wir den mal weiter nach unten. Und jetzt Casco. Ja. Nein. Da wollte ich ihn definitiv nicht anhaben. Ich mache einmal hier so einen kompletten Flügelwechsel, weil hier ist gerade alles so eng. Einmal jetzt hier kräftig nach innen. Sehr schön. Ist das schlecht. Sehr gut. Der war wichtig. Jetzt. Jo, sehr gut. Okay. Haben wir schon die 120. Dafür, dass der Innenverteidiger fehlt, davon hat man jetzt nicht ganz so viel gemerkt. Ja. Boah! Ist das wichtig gerade gewesen, da noch das Tackle angesetzt bekommen. Ich muss jetzt mal hier auf die Defensive gehen. Aber, oh ja, jetzt kriegen wir vielleicht noch einen Angriff. Nee, er pfeift ab. Und jetzt muss ich mal sagen, wenn jetzt noch, ich werde jetzt probieren, diese Elfmeterschießen zu gewinnen, ja. Es kann sein, wenn ich es verliere, dass ich trotzdem das Pack gewinne, wenn das nicht geändert worden ist. Aber wir probieren jetzt einfach ganz normal, das Ding hier zu gewinnen. So, erste schon mal drin. So, der Caballero, ne? Der hat mir so viele 1 gegen 1 Situationen entschärft. Mal sehen, wie er auf der Linie ist, im Elfmeter. Ja, der war ganz gut. Hatte ich gedacht, der schießt er mittig, wie man vielleicht gemerkt hat. Yes. Den hat er jetzt nicht, der Caballero, ne? Sehr schön.
So, Iturbe. Yo, bravo, der macht's besser. Er fischt den locker weg. Okay, jetzt habe ich ihn schon so auf die Idee gebracht, dass ich immer so links und rechts in die Mitte schieße. Den werde ich jetzt einfach mal extrem flach rechts unten reinschießen. Und dann, ja, hätte er sich jetzt vielleicht auch für die Ecke entschieden, hätte er dann vielleicht gehabt, weiß ich nicht. Aber das war schon mal ganz gut. So, jetzt ist er vielleicht unsicher. Er hat jetzt eben gerade rechts geschossen, deswegen schießt er nochmal rechts und den hat er auch. Ja, hat er, ne? Ja, ja, sehr gut. Okay, so. Jetzt habe ich ihn natürlich schon total durcheinander gebracht. Und jetzt werde ich mal wieder so schießen, dass ich so rechts hoch in die Mitte. So, zack. Also der Gegner, oh, ist schon durch. Ja, da habe ich es gewonnen. Ich war so mehr so gerade drin, wo schieße ich wie, wann, jetzt war ich hin. Und dann habe ich schon auf einmal gewonnen, weil ich 12 Meter gehalten habe. Und damit haben wir es geschafft. Und ich wäre jetzt echt verwundert, merke ich gerade. Weil ich jetzt habe ich auch gerade gelesen, dass es abhängig ist, wer der Man of the Match geworden ist, wer die Packs gewinnt. Und das kann ich jetzt gerade nicht mehr garantieren. Das wäre richtig scheiße, merke ich gerade. Oh oh. Das wäre richtig schlecht. Oh, jetzt habe ich gerade ein bisschen Bammel, dass ich das Pack trotzdem nicht bekomme. Dann wäre ich richtig sauer. Ich wäre richtig sauer. Auch wenn sich hier die Leute alle freuen, ne? Dann wäre ich richtig sauer. Ich wäre sauer. Ich sag's jetzt schon mal nur, ne? Huh. Glückwunsch. Genießt ihr die Preise. Ich hab's geschafft. Das ist sehr schön. Aguero ist Man of the Match geworden. Und es war auch gar nicht mal so knapp. Caballero hatte noch die Chance, ne? Der hat nämlich, keine Ahnung, wie viele Paraden gemacht. 10 Stück! Mein Claudio Bravo nur 4. Ja, Aguero mit einem Tor, Messi mit einem Tor. Messi trifft eigentlich mehr oder weniger in jedem Spiel. Das ist echt geil. So, das Ding gewonnen. Und ja, das war unnötig, weil ich einfach total schlecht in der 90. Minute den Ball verliere. Was ich, das möchte ich nochmal kurz erklären. Ich meine, ich möchte ja auch immer wieder mal euch Sachen erklären. Das war einfach totaler Quatsch, da so ein Risiko zu gehen, in eine Bewegung zu gehen. Ich muss jetzt mal überlegen, wie ich das am besten sortiere. Wenn man Schusstäuschung macht, wenn man Übersteiger macht, Ball Rolls, Dragbacks, das sind alles Aktionen, die können den Gegner überraschen. Aber wenn der Gegner weiß, in welche Richtung man sie macht, sind es sehr, sehr leichte Balleroberungen. Dementsprechend bin ich damit, dass ich dann eine Schusstäuschung, ich glaube, es war eine Schusstäuschung, die ich gemacht habe, dass ich die mache, gehe ich natürlich das Risiko, dass der Gegner genau die richtige Entscheidung trifft und mir den Ball abnimmt. Der Vorteil ist, wenn ich so eine Schusstäuschung richtig mache und der Gegner es nicht richtig antizipiert hat oder nicht richtig erahnt hat, wo ich hingehen werde, dann kann ich daraus profitieren, dass ich diesen Gegner ausgetrickst habe und kann damit die Chance erhöhen, dass ich ein Tor mache. Warum ist es jetzt so schlecht? Weil ich kein Tor machen muss in dieser Situation. Es wäre sehr, sehr viel wertvoller gewesen, den Ball vernünftig zu zirkulieren, einfach eine sichere Anspielstation zu finden, vielleicht den Ball sicher zu dribbeln, danach wirklich den Ball sicher zum Nebenmann spielen, anstatt zu probieren, dem Gegner im 1 gegen 1 auszutricksen, weil das zu dieser Situation überhaupt mir nichts bringt. Was bringt mir das 3 zu 1 in der Situation zu machen? Viel wichtiger ist, dass ich keinen Gegentreffer kassiere. Wenn ich eine Aktion mache, wie eine Schusstäuschung, wie Übersteiger, wie Ballroll, Trackback etc., dann gehe ich die Chance, dass ich den Ball verliere, dass der Gegner noch eine Chance bekommt, das 2 zu 2 zu machen. Das war der Punkt, warum das so schlecht war und deswegen habe ich mich auch so drüber aufgeregt. Dude, das war's. Wir haben es ja geschafft. Es hat ja trotzdem noch gereicht. Es hat im Elfmeterschießen gereicht und damit haben wir den Pokal gewonnen. Ich werde den Pokal jetzt auch nochmal offline gewinnen. Dann gibt es nämlich wieder so ein seltenes Spielerset plus 7000 Münzen. Werde ich noch mitnehmen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wo ich vielleicht die Packs aufmache. Ich habe gelesen, dass es jetzt gegebenenfalls auch noch ein Copa America Team geben wird. Die Footies müssen ja auch immer bald rauskommen. Das heißt, in der nächsten Folge vielleicht werden die drei Packs aufgemacht. Mal gucken, je nachdem, was so in den Packs drin ist. Dann werde ich daran das festmachen. Und ansonsten werden wir wahrscheinlich weiter in der Liga 1 probieren, uns durchzuschlagen. Sind ja momentan auf Titelkurs. Ich hoffe, diesmal klappt's. Das soll es für heute gewesen sein. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Come on. Come on, tu es. Ja, ja, komm schon her mit dem Scheiß. Das ist... Komm, 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 komm. Ja, ja. Messi, Alter!